Der amtierende Meister gegen den Neueinsteiger mit Titelambitionen. Wieder einmal war in der Electronic Darts Liga volle Spannung geboten. DC Tour Quartz forderte Area 51 heraus. Eine außergewöhnliche Partie war garantiert und sie erfüllte auch alle Erwartungen. Goliath gegen Goliath. So könnte man dieses Duell auch betiteln. DC Tour Quartz, die überlegene Meistermannschaft der letzten Saison, trifft auf die Senkrechtstarter Area 51, die nach 4 Spieltagen zwar 6 Punkte weniger am Konto haben, dafür jedoch auch ein Spiel weniger. Als Arena würde sich wohl kaum ein Lokal besser eignen als das Maharaja in Salzburg, in dem auch die Siegerehrung der letzten Saison stattfand. Bereits vor dem Spiel war die Anspannung und Nervosität zu spüren. Verlieren war für beide Mannschaften verboten. Naja, Erwartung. Also wir werden auf jeden Fall hoffentlich eine Top-Leistung abliefern. Und die bessere Mannschaft soll dann gewinnen heute. Es kann wirklich knapp ausgehen, aber ich vermute, wir werden schon das Beste machen. Von Anfang an war es ein hochklassiger Schlagabtausch auf Augenhöhe. DC Tour Quartz ging in Führung. Doch die Gäste konnten ausgleichen. Auch nach insgesamt 4 Sätzen stand es unentschieden 2:2. Im Team Leech konnte DC Tour Quartz das erste Mal einen 2-Satz-Vorsprung herausspielen. Doch das war ein Weckruf für die Gäste. Die in einer immer noch besser werdenden Partie schließlich das Ruder komplett herumrissen und auf 4:5 stellten. Selbst 180er gab es zu bestaunen. Es folgte neulich der Ausgleich und ein spannendes Finish, in dem sich schließlich beide Mannschaften ans Drehbuch hielten, sodass die Partie völlig verdient 6:6 unentschieden endete. Die Reaktionen waren verschieden. Na, gar nicht. Also wir haben als Mannschaft halt nicht das gesagt, was wir eigentlich kennen. Ich bin eigentlich wirklich unglücklich über 6:6. Und der Knackpunkt, es hat auch 2 Knackpunkte gegeben, wo wir ein bisschen Pech gehabt haben, aber beim Checken bei den Doublefelder wollte nicht. Und dadurch ist der Gegner wieder stark geworden. Ja, was soll ich sagen? Es passt. Wir haben uns genau gewusst, dass das ein schweres Spiel wird. Und es war nicht einfach, nicht auswärts ist es auch noch. Sie sind alle 3 Pfeile vorn. Also das passt gut für uns. Das verspricht nicht nur viel für das Rückspiel zwischen Area 51 und DC Tour Quartz, sondern auch eine tolle restliche Saison in der Electronic Darts Liga. Karriere-Highlights, also ich habe schon für den ÖCSV sicher schon 10-mal Nationalteam gespielt, bin schon mit dem Nationalteam Europameister geworden, Weltmeister geworden, dann im Einzel 2000 Vize-Weltmeister, jetzt vor 2 Jahren in Poric bei der Weltmeisterschaft im Herrentuppe, Weltmeister mit dem Leitinger Harry, also eigentlich habe ich schon international sehr viel Erfahrung.